Eines ist sicher, das Radolf Zeller Kino Universum widmet sich der Kultur. Zum Beispiel, indem es nicht oder kaum kommerziell orientierte Filme zeigt, wie derzeit den mit dem Titel Kulturhelden. Am Donnerstag, dem 21. Oktober 2021, da wurde ein Film zweier anderer Kulturhelden der Region gezeigt. Liebe Martelfingerinnen, liebe Martelfinger, willkommen beim zweiten Film über unser schönes Dorf. Hans-Georg Lauer und Werner Dufner. Sie haben den Radolf Zeller Vorort ein ganzes Jahr lang mit der Kamera begleitet. Dufner ist seit Jahrzehnten schon filmemachend aktiv, Lauer erst etwa mit Beginn des Filmprojekts. Also es war ja kein volles Corona-Jahr, sondern nur ein Dreiviertel-Corona-Jahr. Wir konnten bis zum März inklusive Fasnacht und solche Sachen noch voll im Plan filmen. Der Plan war ja einfach, alles, was im Dorf so im Jahresrhythmus passiert, zu filmen. Feste feiern, Schule, Kindergarten und so weiter. Und dann kam im März nach den Osterferien oder vor den Osterferien Corona nach der Fasnacht. Und dann war alles anders. Und damit befürchtete so mancher, dass das Filmprojekt nicht mehr gut weiterkommen könnte. Doch. Dafür gab es andere Sachen. Balkonkonzerte, rot-weiße Absperrbänder ohne Ende. Also, und dann haben wir halt das genommen. 80 Minuten lang dauerte der Film und genauso lange vermochte er auch das Publikum im Universum blendend zu unterhalten. Das lag nicht hauptsächlich an den ausgewählten und vorhandenen Themenbereichen, sondern an der Arbeit des ersten Kameramannes und Cutters Werner Dufner. Am Anfang steht natürlich immer mal ein Überblick über die vorhandenen Einstellungen. Was ist eigentlich da? Was ist gut geworden? Was lässt sich verwerten? Dann versucht man, die Sachen einigermaßen in eine Reihenfolge zu bringen. Meistens hat man ja doch länger gefilmt, als man hinterher in der Aufnahme oder im fertigen Film verwenden möchte. Und das Ganze zieht sich dann doch über einige Zeit hin. Das heißt also, im Endeffekt braucht man, um eine Minute fertigen Film zu haben, doch gleich mal eine Stunde oder manchmal auch zwei, je nach Aufwand, bis das Teil geschnitten ist. Und bei so einem langen Film kann man sich ja ausrechnen, wie viele Stunden dann zusammenkommen. Fassen wir zusammen. Ein geradezu beispielhafter Dorffilm liegt vor. Er informiert über Gewerbe, Vereine, Sport, Kultur, Begegnungen und Feste der Bewohner. Die Kulturhelden, also die beiden Filmemacher sowie die Betreiber des Kinos, haben hervorragende Basiskulturarbeit geleistet. Ein Dorffilm, der mit jedem Jahrzehnt wertvoller werden wird, liegt vor. Er ist auch käuflich auf USB-Stick zu erhalten.